Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Das steht in Psalm 91. Und das wollen wir dir auch mitgeben. Vertraue dem Herrn in allen deinen Schwierigkeiten. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute ermutigen, heute zum Thema Rechne mit Hilfe. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Rechne mit Hilfe. Und da lesen wir in 1. Chronik 16, 11. Fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Ja, ich glaube, das ist wirklich eine Zeit, wo wir wieder nach Gott fragen sollen, nach Jesus fragen sollen, den Heiligen Geist in sich aufnehmen. Und das ist eine ganz wunderbare und auch wichtige Sache. Und rechne mit seiner Macht. Nicht nur wissen, es gibt Gott. Ich glaube an Gott. Gott kann alles und all die Dinge. Rechne mit Gott für dich, erkenn dich mit Namen. Er weiß, wo du bist, er weiß, was du brauchst. Rechne mit seiner Macht. Aber es heißt nicht nur rechne mit seiner Macht, sondern fragt nach dem Herrn. Das ist auch, dass wir wirklich mit ihm in Verbindung sein möchten und nicht nur holen, 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 sondern fragt nach dem Herrn und rechnet mit seiner Macht. Wendet euch immer wieder an ihn. Das ist das Wunderbare. Er ist nicht wegen Corona momentan geschlossen oder am Wochenende funktioniert er nicht oder nur am Wochenende. Nein, ich sag dir, wende dich immer an ihn. Er hat alles im Griff und er hat die Lösung für dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, Herr, ich danke dir dafür, dass wir wirklich nach dir fragen und wirklich an dich wenden dürfen und auch ein Vertrauen haben, Herr, dass du die Lösung, die Hilfe bist, der Rat bist. Ich danke dir dafür. Herr, danke, wirke du durch deinen Heiligen Geist, den du in jeden hineinlegst, der Ja zu dir sagt. Ich danke dir. Amen. Amen. Per E-Mail kam folgendes Gebetsanliegen, worüber wir beten wollen. Hallo, liebes Gebetsteam, ich bitte um Gebet für Heilung meiner Mama. Sie hat sich gestern bei einem Sturz die Hüfte gebrochen und liegt jetzt im Krankenhaus und muss 6 Wochen dort ausharren. Erst dann wird per MRT geprüft, ob die Knochen zusammengewachsen sind. Falls nicht, wird operiert. Jesus, und wir danken dir, dass du diese Frau kennst mit diesem gebrochenen Becken, Hüfte. Danke, Jesus, du bist groß. Und wir danken dir, dass du auch da eingreifst, dass das wunderbar zusammenheilt und dass nichts weiter nötig ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du ihr auch alle Schmerzen wegnimmst. Und ich danke dir, dass du einfach deinen Schutz über sie hast. Danke, Jesus, für dein Eingreifen, für vollkommene Heilung und ein schnelles Zusammenwachsen dieses Bruches. Danke, Jesus, dass du da wirklich mittendrin bist. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Mutter schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Bitte beten Sie für meine Tochter. Sie ist 32 Jahre alt. Die Frauenärztin hat bei ihr in der Brust beim Tasten eine harte Stelle festgestellt. Am 23. hat sie einen Mammographie- und Biopsietermin. Ich bitte Sie um Ihre Gebetsunterstützung. Bitte beten Sie, dass diese harte Stelle bis zu diesem Termin sich auflöst und sie wieder gesund ist. Ich danke Ihnen für Ihre Gebete. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du diese junge Frau kennst. Und ich danke dir, dass du mit ihr bist. Und dass das, was da getastet wurde,
nichts Bösartiges ist, dass es sich auflöst. Und ich danke dir, dass alle Zellen in der richtigen Funktion sind. Danke, Jesus, dass dein Heilungsstrom fließt und dass da wirklich nichts festgestellt wird. Danke, Jesus, dass du auch dieser jungen Frau die Angst wegnimmst. Danke, Jesus, du bist der Herr über diese ganze Situation. Und ich danke dir, dass da wirklich dein Sieg hervorkommt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns: Sehr geehrtes Missionsteam, bitte betet für meine Schwester, die an Blasenkrebs erkrankte. Im September 2020 wurde ein großer Tumor aus ihrer Blase entfernt und im Oktober weitere gewachsene Tumore. Die Blase ist nun so verdünnt, dass sie einen Katheter bekam und voraussichtlich ihre ganze Blase entfernt werden muss. Diese OP ist sehr kompliziert. Meine Schwester ist 64 Jahre und gerade in Rente gegangen. Ich bitte euch um Gebetsunterstützung, dass Jesus ihr eine neue Blase schenken möge. Und Daniel wird dafür beten. Ja, auch was für ein Glauben, dass Jesus eine neue Blase schenken möge. Wir glauben, sowas ist möglich. Wir glauben es, wir haben schon solche Dinge erlebt, Schöpfungswunder. Ist wirklich, wir haben einen Gott, wo Unmögliches möglich werden kann. Wir können gar nichts tun. Wir dürfen glauben und Gott ist der, der es kann. Und ich danke dir, Herr. Herr, wir brauchen hier ein Schöpfungswunder. Herr, ich danke dir dafür. Herr, schenke du wirklich ein Wunder, wo nachweisbar ist bei den Ärzten und sie sich wundern, dass wirklich, ja, das, was da ist, wo vorher kaputt war. Oh, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, Herr, auch Herr, dass auch dieser Krebs weichen muss, dass er nicht weiter bohren darf, weiter zerstören darf. Ich danke dir dafür, Herr, für komplette Heilung. Herr, auch für einen tiefen Frieden, Herr. Herr, bei dieser Person, ich danke dir, Herr. Du bist der Gott, der heilt und Herr, der befreit. Ich danke dir. Amen. Amen. Und eine Mutter schreibt für ihre Tochter: Liebe Beter, bitte beten Sie für unsere Tochter, 18 Jahre alt. Sie hat seit 2 Monaten ein Ohrgeräusch. Wir haben orthopädisch und schon einiges unternommen und sind weiter dabei. Auch durch blutungsfördernde Mittel nimmt sie. Das Geräusch ist weniger geworden, aber es belästigt sie trotzdem sehr. Bitte bete, dass Frieden und Entspannung in ihren Kopf und Nacken einziehen. Unsere Tochter lebt aktiv mit Jesus. Ja, während Isolde das vorgelesen hat, war mir das auch wichtig, was dann auch in dem Anliegen steht. Wir wollen wirklich für Frieden beten in diesen ganzen Körper rein und dass da Ruhe reinkommt. Was auch immer die Symptome sind, was auch immer der Auslöser ist, Gott weiß es. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir Frieden in diesen Körper hineinrufen dürfen und alles, was diese Geräusche hervorrufen, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du da der Heiler bist. Ich danke dir dafür, Herr, dass wieder totale Ruhe in dieses Gehör hineinkommt und, Herr, Entspannung hineinkommt. Und, Herr, ich danke dir dafür, auch das, was diese Person erlebt hat, Herr, wo sie nicht drüber wegkommt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass sie auch vergeben kann. Ich danke dir, Herr, Herr, dass richtig Friede in diesen Körper hineinkommt. Herr, für ein Leben, Herr, dass wir mit dir leben dürfen, aber auch, Herr, dass es nicht mehr rauscht oder was es da auch ist. Ich danke dir dafür, dass du diese Person berührst. Amen. Amen. Und Menschen haben Gottes Hilfe erlebt und sie schreiben uns und da möchte ich einige Zeugnisse vorlesen. Ja, und eine Frau schreibt hier, sie hat auch wunderbar Gottes Hilfe erlebt. Es ist ein Wunder Gottes, schreibt sie. Am 3.11. rief ich ganz verzweifelt an, weil meinem Sohn ein versprochenes Darlehen versagt wurde. Es war ihm von seinem Vater zugesagt worden. 2 Stunden später rief mich mein Sohn an und sagte, sein Vater hätte ihm mitgeteilt, dass er die Reparatur des Autos bezahlen werde.
Danke, Jesus. Danke, Gott, für diese Turbo-Hilfe. Wie schön. Und eine Frau aus Bayern schreibt uns: Ich möchte mich ganz herzlich für die Gebetsunterstützung bedanken. Anfang des Jahres wurde bei mir eine Leukozytose erkannt. Dazu kam im April eine schwere Angststörung sowie Depressionen. Bei einer TV-Sendung und bei einem Gottesdienst wurde für mich gebetet. Es kam zwar zu keiner Spontanheilung, doch dank Gottes wunderbarem Eingreifen erhielt ich umgehend die ärztliche Hilfe, die ich dringend benötigte. Gott sei Dank, ich bin wieder völlig gesund, angstfrei und gehe mit Freuden zur Arbeit. Wie wunderbar, wenn man Gottes Frieden erleben darf. Und aus Süddeutschland kommt diese Gebetserhörung. Gott hat sehr wohl in meinem Leben gewirkt. Ich konnte sehr schlecht schlafen. Darum habe ich immer wieder um ihr Gebet gebeten. Jetzt kann ich oft schon wieder durchschlafen. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und auch Ihnen danke. Und eine Frau schreibt uns voller Freude. Bei mir trat an beiden Armen Neurodermitis auf. Ich bat inständig um Hilfe und Heilung. Gott hört Gebet. Innerhalb 4 bis 5 Tagen heilten die offenen Wunden ab und nach 10 Tagen war kaum noch etwas von der vormaligen Erkrankung zu sehen. Dabei sind auch meine Altersflecken verschwunden. Ich bin so froh über die Hilfe Jesu. Und er hilft immer auch noch darüber hinaus. Danke, Isolde, für das Vorlesen. Ich höre das auch immer zum ersten Mal, weil wir bereiten uns separat vor. Und das ist für mich auch immer eine Überraschung. Was mich auch gefreut hat, dass auch das zum Thema war, dass auch die Ärzte Werkzeuge sind für Heilung, wo Gott auch Ärzte gebraucht. Und das ist wunderbar, dass das auch so Hand in Hand gehen darf. Und die eine Sache mit Turboheilung, ja, das hätten wir alle gern, Turboheilung. Wenn wir das verschenken, verkaufen könnten, ich glaube, das wäre das Ding. Das ist nicht immer so. Es geschieht, Zeit und Stunde steht in Gottes Hand. Aber es ist auch mal schön, wenn es so richtig schnell geht. Und das war ja nicht unbedingt eine Heilung, sondern eine Lösung, wo diese Menschen gebraucht haben. Ja, wenn du was erlebt hast, was Interessantes mit Gott, und dann lass es uns wissen. Du siehst, die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Und jetzt noch der Tipp des Tages. Wende dich an Gott. Bevor du deine ganzen Freunde durchmachst, und irgendwo Hilfe suchst, fang mal bei Gott an. Wende dich an Gott. Er ist der, der wartet, bis du zu ihm kommst. Du kannst uns weiter deine Anliegen schicken. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Diese Woche haben wir eine ganz interessante Sache. Wir haben nächsten Samstag und Sonntag eine Online-Konferenz mit Colin Urquhart. Colin Urquhart ist unser beider Lieblingspastor aus England. Er hat so eine Tiefe im Wort Gottes, so praktisch, wie man es leben kann, umsetzen kann und es auch erleben kann. Es sind 4 Session, die wir erleben dürfen mit ihm. Lass dir wirklich Zeit schenken, also nimm dir Zeit nächsten Samstag und auch Sonntag. Samstag beginnt um 13 Uhr, Sonntag um 10 Uhr. Das ist wirklich wunderbar. Samstag ist nur online, also nicht vorbeikommen samstags, sondern im YouTube oder in, nicht WhatsApp, in YouTube oder Livestream schauen. Ja, und wenn du immer erinnert werden möchtest, wenn wir live gehen, dann abonniere YouTube. Du wirst dann erinnert und kannst dann selber entscheiden, ob du schauen möchtest oder nicht. Schön, dass du dabei warst und wir verabschieden uns für heute wieder von dir. Alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de.
Wir freuen uns auf dich.